Herzlich willkommen zu Auf den Punkt hier bei StuGiTV zur Bundestagswahl 2021. Heute mit dem Direktkandidaten der AfD, Dirk Spaniel. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Nochmal für Sie und die Zuschauerinnen und Zuschauer zur Erklärung. Ich werde Sie gleich mit Fragen und Thesen konfrontieren. Sie haben dann 30 Sekunden Zeit, darauf zu antworten. Und bei Überschreitung der 30 Sekunden gibt es eine Zusatzfrage. Soweit verstanden? Soweit verstanden. Freut mich, dass Sie mich eingeladen haben. Dann legen wir direkt los. Während der Corona-Pandemie bekommen Ihre Thesen nicht so viel Aufmerksamkeit wie in den letzten Jahren und in den letzten Wahlkämpfen. Haben Sie auch Antworten auf die drängenden aktuellen Fragen oder können Sie sich eigentlich nur mit dem Thema Migration profilieren? Wenn Sie meine Beiträge gelesen haben auf meiner Facebook- oder Website, dann geht es da sehr selten um das Thema Migration. Wir haben in Deutschland in der Tat sehr viele reale Probleme, die nicht direkt mit Migration zusammenhängen. Eines dieser Themen ist der Verlust unserer Grundrechte im Rahmen der Corona-Pandemie. Man kann eine Pandemie und auch die Maßnahmen mit sehr vielem rechtfertigen, nach mittlerweile fast anderthalb Jahren, die wir jetzt in dieser Krise stecken, müssen wir aber doch konstatieren, dass die Ausmaße der Einschränkung erheblich mittlerweile in einem Verhältnis stehen, die nicht mehr mit der Gefährdung oder einer potenziellen Gefährdung zu rechtfertigen sind. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, das hat unsere Partei auch eine ganze Weile sehr stark in den Vordergrund gestellt. Wir wollen, dass die Menschen ihre Grundrechte wieder zurückkriegen. Da waren Sie jetzt deutlich über den 30 Sekunden, deswegen direkt mal die erste Zusatzfrage. Bin ich mal gespannt. Gerne laut vorlesen. Ihre Lieblingsministerin oder Ihr Lieblingsminister aus der aktuellen Bundesregierung? Gut, da muss ich Ihnen ganz klar zu sagen, wenn es so wäre, dass ich einen Lieblingsminister oder aus der Ministerin aus der Bundesregierung hätte, dann würde ich nicht in Konkurrenz dazu in der Opposition antreten. Und wer macht seinen Job noch am besten? Das ist schwierig zu sagen, aber ich finde, auch trotz aller Kritik, und ich kriege ja den Herrn Scheuer direkt mit, ich finde, der Herr Scheuer hat in dieser Bundesregierung noch eine fachlich relativ gute Arbeit abgeliefert. Das muss man mal so sagen. Das ist in der Öffentlichkeit, das hat er ja viele Skandale, die da zur Sprache kommen, aber er macht zumindest inhaltlich eine Politik, wo ich sage, dass die zumindest zu einem gewissen Teil vernünftig ist. Also Andi Scheuer. Kommen wir zum Thema Corona. Da habe ich direkt noch eine Frage zu. Wie stehen Sie zum Thema Impfen? Sollten sich mehr Menschen impfen lassen, um auch eine Pandemie der Ungeimpften zu verhindern? Das Thema Impfen ist eine ganz persönliche Entscheidung. Wir haben mittlerweile eine Situation, dass Impfangebote für die Bevölkerung vorliegen. Und damit ist die Gefährdungssituation eine völlig andere. Jeder in diesem Land hat die Möglichkeit, sein persönliches Risiko zu minimieren, auszuschließen, indem er eine Impfung wahrnimmt. Und darüber hinausgehend kann es eigentlich keine staatlichen Verpflichtungen geben, Menschen dazu zu zwingen, sich impfen zu lassen. Weil anders als bei Pocken oder Masern ist hier die tatsächliche Gefährdung ausgehend von Corona ja nur für eine sehr kleine Bevölkerungsgruppe tatsächlich gegeben. Und wir haben einfach hier eine Impfpflicht, wie sie momentan herbeigeredet wird, wäre eine völlige Vergewaltigung dieses Begriffs. Auch nicht im Falle einer zu befürchtenden Überlastung des Gesundheitssystems? Es gab in der Vergangenheit keine Überlastung des Gesundheitssystems. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland im letzten Jahr einen Großteil der Intensivbetten abgebaut und Krankenhäuser geschlossen. Über 20 Krankenhäuser wurden geschlossen. Wir können doch nicht ernsthaft davon reden, dass unser Gesundheitssystem überlastet ist, wenn wir Intensivstationsbetten abbauen und Krankenhäuser schließen. Also da muss man doch einfach auch mal sehen, hier hat man bewusst einen Engpass erzeugt auf Seiten der Regierung, auf Seiten der Verantwortlichen, um hohe Auslastungsquoten zu kriegen. Sie können mich auch gerne fragen, warum das so war. Ich würde Sie erstmal bitten, noch eine Zusatzfrage zu ziehen, weil Sie deutlich über den 30 Sekunden waren. Uiuiui, so. Ein typischer Spruch Ihrer Eltern früher, der Sie genervt hat. So. Also ich habe sehr viele vernünftige Sachen von meinen Eltern gehört. Ich kann mich an einen bestimmten Spruch nicht erinnern, der mich besonders genervt hat. Alles klar. Dann nächste Frage. Welches Angebot macht die AfD für junge Menschen, das keine andere Partei macht? Ja, da habe ich tatsächlich was. Wir sind die Partei der Autofahrer. Wir wollen Mobilität bezahlbar halten. Und das gibt es jetzt verschiedene Sachen. Wir sind technologieoffen, aber wir wollen vor allen Dingen auch, dass junge Menschen sich Mobilität, gerade auch individuelle Mobilität mit dem Auto, auch in Zukunft leisten können. Mit uns gibt es niedrige Spritpreise und wir sind auch für den Erhalt des Verbrennungsmotors. Kommen wir dann jetzt als nächstes zu den Thesen. These Nummer 1. Die Not an bezahlbarem Wohnraum kann eine Stadt wie Stuttgart auch in der sozialen Frage spalten.
Ja, kann. Es ist so, dass wir in Stuttgart eine Wohnungskrise haben, eine wie in vielen Ballungsräumen. Das liegt an verschiedenen Dingen. Das liegt einerseits an der Zuweisung bestehenden Wohnraums. Da müssen wir intensiv darauf gucken, ob denn tatsächlich diese Zuweisung den Bedürftigen zugutekommt. Und da müssen wir feststellen, dass in den letzten Jahren, jetzt sind wir wieder beim Thema Migration, sehr viel Wohnraum auch gerade bevorzugt an Personen vergeben worden, die über Migration Stuttgart zugeteilt wurden, über die Migration nach Stuttgart. Vor allen Dingen auch Personen, die hier einen Aufenthaltsstatus, einen begrenzten Aufenthaltsstatus haben. Also Sie sagen, die Wohnungsknappheit kommt durch Migration? Nein. Die Wohnungsknappheit kommt aus verschiedenen Gründen. Die kommt vor allen Dingen daraus, dass wir eine Immobilienverteuerung haben in Stuttgart und dass wir andererseits auch eine Landflucht haben, dass immer mehr Leute versuchen, in einer Stadt eine Wohnung zu finden, eine Bleibe zu finden. Das liegt daran, dass die Infrastruktur in unserem Land eben nicht so ausgebaut ist, dass man auf dem Land wohnen kann und in Stuttgart arbeiten. Aber die Migration hat das ganze Thema natürlich nochmal verschlimmert, insbesondere im Sozialbereich, im Sozialwohnungsbereich. Da waren Sie jetzt wieder über den 30 Sekunden, deswegen direkt nochmal eine Zusatzfrage, bitte. Okay. Mit welchem Dessert kann man sie jagen? Eigentlich esse ich fast immer Dessert. Alles klar, These Nummer 2. Der Bund muss alles dafür tun, dass aus Stuttgart 21 nicht Stuttgart 31 wird. Nun gut, das wäre natürlich ein Punkt, wo man intensiv drüber nachdenken müsste. Wir sehen momentan, dass es wahrscheinlich Stuttgart 31 wird. Wir haben in Deutschland Baugenehmigungen, die in der Regel viel zu schleppend passieren. Wir haben aber jetzt hier ganz konkret ja eine bestehende Baugenehmigung und wir haben hier Verzögerungen im Ablauf, die entstanden sind, indem man eben ein Projekt viel billiger angekündigt hat und auch viel problemloser angekündigt hat, als es hinterher war. Und das ist in der Tat ein Problem. Wir müssen da ehrlicher werden. Hätte man Stuttgart 21 von Anfang an als so kompliziert, so teuer und so langwierig dargestellt, ich glaube, nur sehr wenige hätten sich dafür ausgesprochen. Da waren Sie wieder über den 30 Sekunden. Sie haben da eine gute Quote. Direkt nochmal eine Zusatzfrage, bitte. Okay. Welche Trash-TV-Sendung schauen Sie heimlich? Also nochmal laut, welche Trash-TV-Sendung schauen Sie heimlich? Tja, manchmal schaue ich Talkshows, aber das ist kein klassisches Trash-TV, obwohl man manchmal den Anschein erweckt. Also es ist tatsächlich so, dass ich sehr wenig regelmäßig Fernsehen sehe, wenn es nicht Nachrichtensendungen sind, mittlerweile. Ich bin On-Demand-Fernsehseher, mittlerweile. Kommen wir zur letzten These, These Nummer 3. Die Flugstrecke Stuttgart-Frankfurt muss innerhalb der nächsten Legislatur abgeschafft werden. Das Verbot von Inlandsflügen wird dazu führen, dass immer mehr Menschen tatsächlich, wenn sie es eilig haben, und auch ganz schnell eine Strecke zurücklegen wollen, dann doch verstärkt auf das Auto zugreifen. Die Verbindung Stuttgart, die Verbindung, Sie haben es glaube ich gehabt, von Berlin. Stuttgart-Frankfurt? Stuttgart-Frankfurt. Ich weiß gar nicht, ob man nach Frankfurt fliegen kann. Das ist natürlich, ich bin ja verkehrspolitischer Sprecher und da ist es so, dass gerade Stuttgart-Frankfurt ein Zubringerflug ist. Das heißt, sehr viele Menschen aus Stuttgart müssten dann mit ihrem Urlaubsgepäck nach Frankfurt reisen und könnten erst vor Ort einchecken. Das ist ein riesiger Komfortnachteil für den Flughafen Frankfurt und dann werden viele Leute sich sicherlich überlegen, wie sie das ansonsten zurücklegen. Diese Illusion, dass man durch mit Verbote tatsächlich eine positive Wirkung erzielen könnte, der gebe ich mich nicht hin. Aber wäre es nicht diesen Komfortnachteil wert, um etwas für den Klimaschutz zu tun? Der Klimaschutz wird sicherlich nicht an den Emissionen hängen, die im Luftverkehr auf der Strecke von Frankfurt nach Stuttgart emittiert werden. Und wenn wir uns insgesamt die Emissionen von Deutschland angucken, dann hat der deutsche Einfluss auf den weltweiten CO2-Ausstoß praktisch keine Bedeutung. Alles wir sind da weit unter 2%. Der ganze Verkehrssektor weltweit, der ganze Verkehrssektor in Deutschland macht im Verhältnis zu China nicht mal 1% aus. Dann Abschlussfrage. Was tut die AfD für Klimaschutz? Die AfD tut sehr viel für Umweltschutz. Wir sind eine Partei, die sich ganz klar einer sauberen Umwelt verschrieben hat, einer Erhaltung der Umwelt. Und wir sagen, eine Erhaltung der Umwelt ist es, wenn man nicht Windindustrieanlagen in unsere Naturschutzgebiete, in unsere Wälder baut. Gut, das war es auch schon mit Auf den Punkt zur Bundestagswahl 2021. Ich bedanke mich für Ihren Besuch bei uns im Studio. In der nächsten Folge begrüßen wir den Direktkandidaten der Linkspartei, Bernd Rixinger. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.